Hallo ihr Lieben, willkommen nun wirklich zu einem endlich neuen Zigarren-Tasting, Zigarren-Video. Heute machen wir wieder mal einen Walk and Smoke. Wir sind hier unterwegs auf einem Spaziergang. Und ich war mutig und habe mal zu einem Churchill-Format gegriffen hier. Es ist eine Perdomo Lot 23 Churchill, 19,78 cm lang, 50er Ringmaß, komplett aus Nicaragua. Leute, ich weiß, dass es dafür einen Fachbegriff gibt. Vielleicht, es fällt mir aber jetzt gerade nicht mehr ein, vielleicht könnt ihr es in die Kommentare schreiben. So, es ist noch eingepackt, frisch aus dem Humidor. Da ist übrigens ungefähr bei 74% Luftfeuchtigkeit liegt. Jedenfalls zeigt das das Hydrometer an. Erster Geruchstest. Ne, erstmal erste Sichtung. Also sie sieht, finde ich, so ein bisschen knochig aus hier. Nicht ganz so eben alles. Aber ein sehr seidenes, samtiges Deckblatt. Ich zeige mal den Ring. Okay, jetzt kommt der Nasentest. Ah, wirklich sehr angenehm frisch. Ja, wie so ein Weinberg im Frühsommer. Oh ja, sehr intensiv im rechten Nasenloch. Links etwas dezenter. Okay, verzeiht. Also insgesamt eine wirklich schöne, angenehme Frische. Besser kann ich es nicht beschreiben. Jetzt schneide ich sie einfach mal an. Schmeckt tatsächlich leicht fruchtig, jetzt im Kaltzug schon. Ein bisschen tatsächlich was Beerenmäßiges. Ja, ich habe einfach diese Churchill da im Humidor gesehen. Eigentlich habe ich ja großen Respekt vor so langen Formaten. Ich habe auch gelesen, eine Rauchdauer von 93 Minuten, ich wollte gerade schon Tage sagen. Mal sehen, wie ich mich schlage. Bisschen braucht sie noch. Noch eine schwarze Stelle. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Zeit, oder bin ich zu doof, um die zu erwischen? So, ich beobachte jetzt einfach mal ein bisschen, aber ich habe jetzt oft genug dran gezogen. Angenehm, frisch.
Das Bärige schmecke ich jetzt so nicht mehr raus. Jetzt gehen wir einfach mal ein Stück und dann halte ich euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Also wie ihr seht, hat sie sich wunderbar gefangen hier. Ich habe jetzt nichts weiter gemacht, nicht nochmal nachgezündet. Einwandfrei geradlinig geworden, die Kante. Schöne Asche. Ich meine tatsächlich so was leicht Bäriges, Fruchtiges zu assoziieren. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man von nicaraguanischer leichter Schärfe sprechen kann, aber das hat sie jedenfalls. Und was ich ja mag, ich kriege nichts von Leder mit. Schöne präsente Würze. Und ich muss auch sagen, sie geht voran. Also ich habe es mir viel heftiger vorgestellt. Ich bin jetzt vielleicht eine Viertelstunde dabei. Sie sieht auch in der Länge viel dünner aus. Ja? Also wenn man dann eine Robusto hat, wirkt eine Robusto viel dicker, aber der hat dasselbe Ringmaß. Aber bisher macht sie wirklich Spaß. Wir gehen mal weiter und ich melde mich wieder. Wirklich ein schöner, entspannter Spaziergang, ein guter Smoke, schön inszeniert in den Weinbergen. Und es ist relativ windstill. Ich hatte schon Angst am Anfang, weil es zwischendurch immer wieder mal so Böen gibt. Ich habe mir schon vorgenommen, dann hier ein Spaßvideo mit euch zu machen und euch zu zeigen, was ich dann geraucht hätte. Aber das Wetter passt wirklich sehr, sehr schön. Lauer Sommerabend. Geh doch mal bitte weiter links, damit ich nicht im Graben gehen muss, ja? Danke. Ja, das war die Regie, ihr habt's gehört. Man sieht schon wirklich die Qualität hier. Die brennt so wunderbar ab. Und wie lange sie die Asche hält, mir liegt auf der Zunge, vielleicht hätte sie eine Maria Mancini werden wollen. Ihr kennt ja die Geschichte mit der Asche. Aber ich verkneife mir den Spruch. War wirklich schön, die raucht sich wunderbar. Wunderbare Qualität. Ich habe von Perdomo ja auch früher schon andere geraucht, muss ich schon sagen. Spitzenzigarren, ich weiß, es ist noch sehr viel Luft nach oben, aber eine anständige Zigarre, eine solide Zigarre, eine gute Zigarre. Und jetzt ist sie ab. Gerade eben gefallen. Auch wunderschön. Man kann sie tadellos weiter rauchen. Gleichbleibend im Geschmack. Das leicht Bärige. Im mittleren Teil der Zunge. Hallo liebe Freunde. Ja, ganz unverhofft sitze ich da jetzt einfach, ja. Habt ihr mich erwischt? Ja,
Ja, es ist wunderbar windstill. Ich komme ein bisschen weiter runter zu euch. So. Ja, wir waren gerade oben auf so einem kleinen Aussichtspunkt. Der schönste Weinblick oder wie das hieß. Da war leider tatsächlich zu wenig, da ist sie ausgegangen. Musste ich nochmal anfeuern, habe die Asche komplett abgestreift. Nochmal angefeuert. Und ich bin jetzt gut in der Mitte. Ich bin gut eine Dreiviertelstunde jetzt dabei. Boah, wunderbar. Jetzt hat sich noch so ein bisschen was Erdiges hinzugesellt. Richtig schön vollmundig. Schärfe nur ganz, ganz dezent, um das noch ein bisschen abzurunden und auch ein bisschen Feuer reinzugeben, damit es nicht so langweilig wird. Also diese Nische habe ich jetzt ganz zufällig entdeckt, ja. Vielleicht wird man mich da in Zukunft öfter einfach mal sitzen sehen, ja. Ein Spaziergänger vorbeikommen, falls ich einen Zuschauer aus der Nähe habe und ich weiß, dass ich die habe. Könnt ja immer mal so ein bisschen Richtung Rodenberg spazieren, vielleicht erwischt er mich ja. Also zurück zur Zigarre. Die Vögel fliegen hier gerade über uns, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ich glaube, das sind Dohlen. Vielleicht kann sie kurz einen Schwenk machen. Ja, da sind sie schon wieder nicht mehr zu sehen. Aber die Zigarre, muss ich wirklich sagen, wunderbar, gerade jetzt, wo es vollkommen windstill ist. Ja, es fehlt nur noch ein Rum dabei und ein schönes Glas Wein. Das werden wir auf jeden Fall demnächst mal machen. Mit einer Flasche Wein und einer Flasche Rum in den Weinbergen. Schön mit einer Churchill. Also das Format. Ich muss sagen, ich habe es vorhin schon leicht gespürt. Aber bisher kann ich sie noch gut verdauen. Ich habe auch gut gegessen vorher. Also sehr, sehr schön. Ich bin froh. Wir sind würdiger Einstieg in die diesjährige Saison mit Zigarre. Ich halte euch auf dem Laufenden. Also ich melde mich spätestens ganz am Ende nochmal. Ja, ich bin jetzt tatsächlich hier hängen geblieben und ihr seht, ich bin im Grunde am Ende angelangt. Ich muss jetzt diesmal nicht den Ring noch abmachen, das reicht auch einfach so. Sie schmeckt jetzt noch wirklich gut, sehr intensiv oder vollmundig. Das ist jetzt mal wieder eine auffällig gute Zigarre. Schaut euch nochmal den Ring an, er ist sehr, wie soll ich das sagen, ne? Ja, natürliche Farben, also kein Hochglanzring und so weiter. Und den werde ich mir jetzt auch wieder aufbewahren und in mein Zigarren-Logbuch kleben als Erinnerung für diesen Smoke heute und auch für mich als natürlich für mich die Erinnerung, als Empfehlung für mich selbst, dass ich mir diese Zigarre durchaus auch mal kaufen würde. Die kostet jetzt 8,60 Euro. Das ist auf jeden Fall ihr Geld wert. Ein wirklich schöner Smoke. Meine Zigarren-Logbücher findet ihr unten in der Videobeschreibung, also die Links dazu, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ich hatte letzte Woche wollte ich schon mal ein Video für euch aufnehmen. Da hatte ich für 8,60 Euro auch eine
Café Roasted und die war so widerlich gesüßt, auch am Mundstück, und da hast du überhaupt nichts von der vom Eigengeschmack des Tabaks noch mitgekriegt. Selbst als dann die Süße abgelutscht war, das muss man wirklich so sagen, abgelutscht, war das einfach kein Genuss, auch für so einen Preis. Ja, das verstehe ich nicht, wenn man so aromatisierte, gesüßte, vor allem das Gesüßte, vertreiben kann oder rauchen kann. Und das Video ist aber nichts geworden, weil beim letzten Take, da war alles aus dem Fokus und dann habe ich einen riesen Aufwand gemacht und konnte kein wirkliches Video draus machen. Aber diese jedenfalls ist eine klare Empfehlung. Und damit beende ich auch das heutige Video. Schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Wie gesagt, also an dieser Stelle nochmal Danke an Michael, der mir diese Zigarre geschickt hat. Und eine kleine Anregung an jeden, der doch auch mal Lust hat, mir eine zu schicken. Schreibt mich einfach an. Ich verkoste die dann auch gerne vor der Kamera. Das war jetzt eine Churchill. Und es geht mir wunderbar, das war in Ordnung. Ich bin jetzt, ja, eineinviertel Stunden vielleicht dabei. Nicht ganz, diese 93 Minuten, die würde ich aber noch voll kriegen, wenn ich den Ring abmachen würde. Aber man muss es nicht übertreiben. Wenn es am schönsten ist, höre ich jetzt auf. Und verabschiede mich hiermit. Das war's wieder von Smoke for the Gods. Lasst mir bitte gerne ein Like oder ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat, da, und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.